Moin Leute, ich bin gefragt worden hier bei YouTube, ob ich nicht mal ein kurzes Video zu den aktuellen Geschehnissen rund ums Verfassungsgericht machen kann. Und ja, klar mache ich das, sehr gerne. Fasse das mal eben kurz ein bisschen für euch zusammen, für also die, ne, die Leute, wie immer, die sich damit beschäftigen, werden ja nicht drum herum gekommen sein. Und die meisten wissen, worum es da geht, aber einige wiederum nicht und für die ist dieses Video. Mal eben kurz vorweg als Info. Nach Artikel 100 Grundgesetz ist jeder Richter dazu verpflichtet und angehalten, also wenn er ein Gesetz für verfassungswidrig hält, damit sich ans Verfassungsgericht zu wenden, um das überprüfen zu lassen. In Form eines Normenkontrollantrags, eines sogenannten. Das darf er nicht nur, das muss er sogar. Also ein Richter verpflichtet sich ja dem Gesetz und so weiter und hat dann halt auch die Pflicht, das ständig zu kontrollieren sozusagen, ob das verfassungskonform ist, was er da macht. So, 1994 hat das Verfassungsgericht das letzte Mal geurteilt zum Thema Cannabis. Und da ist unter anderem dann festgelegt oder hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, zum Beispiel, dass Cannabis keine Einstiegsdroge ist und dass der Gebrauch geringer Mengen zum Eigenbedarf nicht verfolgt werden soll. So, jetzt wissen wir alle, was daraus geworden ist. Ne? Es gibt 1000 verschiedene geringe Mengen in Deutschland und so richtig nicht verfolgt wird gar nicht. Also das spätestens bei Wiederholungstätern oder wie auch immer, wird dann doch verfolgt. Geringe Menge hin oder her. Und dann wieder auch abhängig davon, wo man wohnt. Ne? In Bayern zum Beispiel sieht es ganz düster aus und in Berlin zum Beispiel oder auch Bremen ist es relativ liberal. So. Soweit zum Urteil 94. Richter Andreas Müller hat dann 2002 schon einmal versucht, sich ans Bundesverfassungsgericht zu wenden, hat Verfahren ausgesetzt, die er gerade am Wickel hatte, ist damit ans Bundesverfassungsgericht gegangen. Damals, 2002, hat das Bundesverfassungsgericht diesen Normenkontrollantrag für unzulässig erklärt, auch in Bezugnahme auf das Urteil von 94. Ja, weil es sich noch da an den damaligen das Urteil gebunden fühlte und weil auch irgendwie, ja, damals vor, naja, jetzt ja schon einigen Jahren, der Kenntnisstand auch ein anderer war als heute, würde ich mal behaupten. Also 2002 war man sich da noch sicher beim Bundesverfassungsgericht, dass die Strafverfolgung generell verfassungskonform ist. So. Jetzt muss man wissen, was muss denn ein Gesetz erfüllen, damit es verfassungsrechtlich vernünftig ist, also verfassungskonform ist. Es muss geeignet sein, es muss nötig sein, es muss verhältnismäßig sein. Und dann gibt es auch noch den sogenannten das Gleichheitsprinzip, erkläre ich auch gleich noch. Also geeignet sein, die Strafverfolgung muss geeignet sein, das Ziel zu erreichen, was damit erreicht werden soll. Also ist das Ziel? Weniger Kriminalität, weniger Drogenkonsumenten, eine bessere Volksgesundheit, Schutz der Menschen und so weiter und so fort. Ist jetzt diese Strafverfolgung geeignet? Offensichtlich nicht, denn es wird ja in keinster Weise in irgendeiner Form das erreicht, was damit erreicht werden soll. So. Also Punkt 1, nicht geeignet. Es muss nötig sein. Es muss notwendig sein. Die Strafverfolgung muss das Mittel der Wahl sein, um das zu erreichen. Also es darf sozusagen keine Alternativen geben. So, gibt es Alternativen zur Strafverfolgung? Na klar, vernünftige Prävention, vernünftige Aufklärung, echten Jugendschutz, der durch Aufklärung und Prävention realisiert wird und ja, nicht Strafe statt Hilfe, sondern Hilfe statt Strafe, wenn dann jemand Hilfe braucht.
Solche Dinge sind ja nachweislich viel besser geeignet. Das sehen wir in vielen Ländern und sind da der Strafverfolgung doch haushoch überlegen, würde ich es mal so nennen. Also nicht notwendig. Verhältnismäßig. Die Strafen, die für Cannabis-Delikte verhängt werden, also dass die nicht verhältnismäßig sind, ja, das schreit ja sozusagen zum Himmel. Wenn man sich überlegt, dass teilweise Leute für 0,2 Gramm oder so vor Gericht gezählt werden oder dass ein Dealer, egal wie böse der jetzt war oder ob das nur der nette Hobbygrower von nebenan war, der was weitergegeben hat oder so, wird hat ähnliche Strafen zu fürchten wie ein Vergewaltiger oder Totschläger. So, ist das verhältnismäßig? Wohl kaum. Also verhältnismäßig ist es auf keinen Fall. Dann gibt es noch das Gleichheitsprinzip. Also gleiche Dinge müssen im Prinzip gleich behandelt werden. Wenn man es jetzt mal wieder mit dem Alkohol vergleicht, ne, wird das in irgendeiner Weise gleich behandelt? Mitnichten, denn Alkohol wird glorifiziert an jeder Ecke zu haben, wird natürlich nicht strafrechtlich verfolgt, ist wesentlich schlimmer und so weiter und so fort. Und Cannabis, ne, ihr wisst, was ich meine, viel harmloser. Es wird halt nicht ansatzweise gleich behandelt. Das betrifft natürlich in diesem Fall nicht nur Cannabis, auch andere Substanzen, aber jetzt geht es ja hier um Cannabis. So, all diese Dinge sind nicht gegeben. Also ist das Verbot oder die Strafverfolgung von Cannabis-Delikten verfassungswidrig. Jetzt war es so, dass der DHV, der Deutsche Handverband, jedes Jahr eine Spendenaktion macht. So auch 2019. Und da ging es dann eben darum, dass gesammelt wurde für eine Richtervorlage, für eine Mustervorlage, die dann jeder Richter benutzen kann, um sich damit ans Bundesverfassungsgericht zu wenden. Das hat Andreas Müller gemacht als erster vom Amtsgericht Bernau. Alle kennen ihn, ne? Unser guter alter Andreas Müller. Der hat am 20.04.2020 mit zwei seiner Verfahren hat er ausgesetzt und hat sich mit denen ans Verfassungsgericht gewendet. Mittlerweile hat er, glaube ich, insgesamt 4 Stück ausgesetzt. Und dazugekommen sind dann auch noch das Amtsgericht Münster und das Amtsgericht Pasewalk. Also er ist nicht mehr alleine, es sind insgesamt 3 Richter oder 3 Gerichte, die sich dem angeschlossen haben. Leider nur 3. Geil wäre natürlich, wenn da noch einige dazugekommen wären. Im Zuge dieser Justizkampagne damals, wofür da Geld gesammelt wurde und wo dann auch die Richtervorlage erstellt wurde, gab es jede Menge Artikel in Fachzeitschriften, in juristischen Fachzeitschriften und so weiter. Also dafür wurde ein Großteil dieser Spenden benutzt. So, nun ist es so, dass laut Medienberichten, noch vor Ostern geurteilt werden soll. Also es hat jetzt lange gedauert, wie gesagt, 20.04. Geiles Datum übrigens, um sowas abzugeben. 20.04.2020 hat Andreas Müller abgeschickt und jetzt 23 ist es endlich soweit. Eigentlich sollte es letztes Jahr schon stattfinden, aber ja, die Mühlen malen nun mal langsam, ne? Und wir können gespannt sein, noch vor Ostern soll ein Urteil feststehen. Nun ist es natürlich alles andere als hundertprozentig klar, was dabei rauskommt. Man darf nicht vergessen, dass da auch einige Richter, sagen wir mal, CDU-Hintergrund haben. Ich kann jetzt nicht genau wiedergeben, wie hoch da die Konservendichte ist im Bundesverfassungsgericht. Aber im Prinzip dürfte sowas keine Rolle spielen, wenn man es genau nimmt. Also ich bin sowieso dafür, dass Richter grundsätzlich keine Parteizugehörigkeit haben dürfen. Die müssen komplett neutral sein. Aber es ist nun mal so, man hat da eben auch Parteihintergrund. So, wie gesagt, darf eigentlich nicht ins Gewicht fallen. Und mit den heutigen Erkenntnissen, immerhin sind wir jetzt ja eine ganze Ecke weiter, muss es eigentlich zumindest, also höchstrichterlich in Deutschland entkriminalisiert werden.
weil, ja, ich muss das jetzt nicht alles aufzählen. Wir wissen, was in der ganzen Welt passiert. Sämtliche Kriterien für eine Verfassungskonformität, Verfassungskonformität, ich bin mir nicht sicher, wie auch immer, sind nicht gegeben. Und ja, die Datenlage ist heute eine ganz andere. Das war ursprünglich, also 1994 war das auch ein Grund, hatte ich eben schon gesagt, dass einfach, ja, nicht so viel bekannt war, aber seitdem, ne, ihr wisst es, Amerika, Kanada, Uruguay, alle möglichen Länder haben liberalisiert. Es gibt Daten aus allen möglichen Ländern und keine negativen Daten. Das wissen wir auch. Im Grunde keine negativen Daten. Hier und da hat man was nicht so gut gemacht oder nicht perfekt legalisiert oder so. Das spielt dabei keine Rolle. Es ist sonnenklar, wir sehen es überall. Es funktioniert. Es ist besser geeignet, zu legalisieren, zu regulieren und so einen vernünftigen Gesundheitsschutz zu etablieren. Das Verbot ist nicht notwendig, weil ja, der Schwarzmarkt geringer wird durch eine Legalisierung und nicht durch ein Verbot. Zum Beispiel, das sehen wir in Kanada, es ist völlig unverhältnismäßig, was da passiert. Außerdem muss dem Verfassungsgericht ja auch klar sein, die Gerichte sind völlig überlastet mit irgendwelchen Pillepalle-Geschichten. Und letzten Endes müssen irgendwelche Hochschwerkriminellen dann freigelassen werden. Oder also zumindest passiert das, weil ja keine Zeit und keine Kapazitäten frei sind für richtige Fälle. Deshalb mache ich mir große Hoffnung, dass da jetzt was tut. Und ja, das können wir ruhig. Man muss auch positiv sein. Man kann nicht immer sagen, oh, das wird schon nichts. Oder das wird sowieso nichts. Heulen kann man immer hinterher. Ich bin da positiv. Man kann da jetzt nicht großartig was machen. Das ist ja auch gut so. Ein Gericht muss darf nicht beeinflussbar sein von außen. Also da jetzt irgendwie großartig irgendwelche Weed-Mob-Aktionen starten und so weiter. Man kann das Thema natürlich immer ein bisschen aktuell halten, brodeln lassen und in den Köpfen lassen. Aber da wird sich oder sollte sich auch ein Verfassungsrichter nicht von beeindrucken lassen, sondern der muss sich die Gesetzeslage angucken. Er muss das ganz nüchtern betrachten und allein deswegen muss es eigentlich so sein, ja, dass zu unseren Gunsten entschieden wird. Das hoffe ich sehr und hofft das einfach mit mir. So, soweit meine kleine Zusammenfassung. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber ja, so sieht's aus. Und bald ist es soweit. Drückt die Daumen und wir sehen uns.